Was denn hier los? Hier ist ja gar nichts los, aber das wird sich bald ändern. Leute, hier ist der Vorbote zurück mit Mischinski, benannt nach dem berühmten Tatortkommissar Horst Maschinski. Aber genug der Flachwitzeleien, wir möchten mehr Verkehr haben, vor allem hier in Frankfurt. Und deswegen fangen wir jetzt auch sofort an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hey ho, und vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wir wollen also wieder ein wenig Maschinki spielen. Ich freue mich, dass es weitergeht hier mit unserer, ja, das wird wohl eine Personenstrecke, haben wir in der letzten Folge angefangen. Ich werde jetzt ja noch die letzten Meter elektrifizieren. Ich glaube, bis hier vorne sind wir gekommen und den Rest muss ich noch upgraden. Das Geld hauen wir jetzt einfach mal aus dem Fenster. Das ist schon wichtig, dass wir das jetzt hier machen, denn da habe ich vor, die... ja auch nochmal so richtige schöne Schnellzüge einzusetzen. Wir haben ja schon ein paar unterwegs. Ich glaube, wir sind sogar jetzt hier schon fertig in Frankfurt. Da hinten noch den Wendekreis eben elektrifizieren. So, das haben wir uns eben schon im Vorspann schon angesehen, dieses kleine Dorf. Vielleicht werden wir hier die Straßen noch etwas verlängern, um ja die Expansion der City ein wenig zu unterstützen. Oh. Gut, und dann werden wir, denke ich mal, den Lokschuppen verwenden, den wir hier schon an der Hauptstadt stehen haben. Erst hatten wir ja oben in Frankfurt einen Lokschuppen, den ich abgerissen habe in der letzten Folge. Aber wir müssen natürlich hier schon noch schauen, wie wir am besten... Ich denke, so kann man es mal machen, dass wir hier die Züge so überführen können. Ja, das passt wunderbar. Und dann können wir auch schon gleich mal damit anfangen, uns ein paar schöne... Züge zusammenzustellen. Ich schaue mir dafür auch mal unsere vorhandenen Personenzüge hier oben an. Aha. Okay, da habe ich wohl offenbar drei normale Waggons und hinten glaube ich nochmal erste Klasse oder sowas. Vielleicht haben wir hier auch noch... Oh ja, schauen wir mal nach, ob wir auch viele Poststationen haben in unseren Städten. Hier in Aachen ist schon mal nichts. Das ist sehr schlecht. Ich wünschte auch so, dass man vielleicht nochmal gegen Kosten natürlich verschiedene Gebäude selber noch abreißen könnte, beziehungsweise aufbauen könnte. Könnte man das alles noch etwas schöner und individueller machen. Oh, hier sehe ich aber auch noch was. So, Oberhausen hat eine Post und jetzt auch eine schöne Straße. Wenn euch die Straße auch gefällt und die Post, ihr gerne Post bekommt, dann könnt ihr auch nachher noch auf den Like-Button hauen. Nicht jetzt sofort, muss nicht sein, aber erstmal angucken, ne? Aber hinterher auch nicht vergessen. Hier ist auch eine Post, also es würde sich schon lohnen, hier in Frankfurt auch, okay, da einen Postwaggon noch anzuhängen. Ja, und da machen wir das doch ganz einfach mal. Fangen wir hier mal vorsichtig an. Machen Sie zweimal die gleichen. Ein Restaurantwagen, ne? Ich weiß es nicht. Bringt der wirklich was hier für uns? Einkommen plus 20%. Ja, ist nicht unbedingt, finde ich übertrieben auf diesen, ja, so Kurzstrecken sind es eigentlich nicht. Aber ja, lass uns auch nicht zu kleinig werden. Lass uns lieber mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwie erste Klasse vielleicht, das ist vielleicht nochmal ein bisschen besser hier, komm. So. Und dann wollte ich auch noch Postwaggons dranhängen. Dann nehmen wir mal hier diesen großen zweimal. Und ich glaube, das können wir erstmal so lassen, denn die Züge fahren sehr schnell und sehr flott hin und her, fahren jede Stadt ständig an. Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht solche riesigen Züge. Die haben natürlich auch etwas Kapazität frei dann. Die Städte sind aber noch sehr klein, die müssen erst noch wachsen. Ich glaube, für den Anfang reicht es jetzt erstmal. Dann stellen wir hier mal die Strecke ein. Der soll jetzt natürlich erstmal hier auf die richtige Fläche fahren, auf die richtige Fläche, richtige Strecke fahren. Einfach nur Bahnhof wäre jetzt doof, weil dann könnte der ja auch einfach mal hierhin fahren und so. Das ist nicht gut. Ich gehe mal wieder in einen anderen Modus, sicher ist sicher. So. Ja, dann kann er hier in Aachen anhalten. Und dann weiterfahren. Das geht ja dann gar nicht anders. Als einfach nur der Strecke zu folgen. Das ist ganz schön weit. Gut, dann fahren wir hier hin. Geht's dann nochmal auf die andere? Nee, okay, dann können wir das ruhig so machen. So. Da stehen schon 500 Leute.
Oh, super. Da machen wir schon direkt einen guten Schnitt. Klar, das hat sich jetzt angesammelt. Die Bahnhöfe, die gibt es ja schon sehr lange. Ja, und dann wartet jetzt auch der Zug Nummer 5, der wartet so lange. Wir gucken uns das sofort mal an. So, da bin ich oben. Und dann geht es durch den Wendekreis zurück. Ja, ich gebe ihm auch sicherheitshalber hier einen Wegpunkt, damit der wirklich auf dieser Seite bleibt, nicht irgendwie wendet oder aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, genau wie hier, dass er jetzt hier nicht rüberfährt, sondern wirklich da bleibt. Das ist schon wichtig. Und hier soll er wieder anhalten. Das geht also hier der Reihe nach. Zwei Züge. Erstmal können wir vielleicht einfahren lassen, uns das anschauen. Vielleicht übertrieben, direkt mit zwei Zügen zu fahren. Okay, hier müssen wir mal. Ach, wieso? Das ist doch. Ach so. Ja, das gleiche Problem hatten wir in der letzten Folge. Deswegen muss ich so lachen. Und da habe ich das hier unten, war das da, dass die beiden Züge sich gegenüberstanden. Und das habe ich dann korrigiert und habe ich aber übersehen, dass wir hier oben auch nochmal so eine Stelle haben, so eine Ausweichstelle. Jetzt muss ich einfach mal gucken, dass ich ihn hier wenden lasse, dass wir das erstmal klären. So. Und nochmal immer warten, bis der schön sauber über der Weiche ist. Der da nicht noch hängen bleibt. Jetzt sucht er sich natürlich die freie Stelle. Das sollte die KI jetzt schaffen. Und die freie Strecke. Das geht wunderbar. Ja, aber dann sollten wir den Zügen wieder sagen, dass sie halt wirklich auf dem Hinweg da lang fahren, auf dem Rückweg immer hier. Dann kommen sie sich an so einer Stelle nicht in die Quere. Und da nach dem Wegpunkt 1 werden wir dann noch hier einen Wegpunkt einfügen und direkt dahin schieben. Aufpassen, dass wir hier das auch wieder alles richtig einstellen. Sonst verfährt er sich wieder. Und wir fragen uns, warum, warum, warum. Okay, das sollte jetzt aber auch wirklich funktionieren. Das müssen wir jetzt noch mit dem anderen Zug wiederholen. Dann haben wir hier aber wirklich auch mal Ruhe. Seht ihr, da ist der Wegpunkt 8. Aber eigentlich müsste ich ihm hier auch noch sagen, dass er da lang fahren soll. Ne? Ja. Das hätten wir geklärt. Das sollte funktionieren. Ich vertraue jetzt einfach mal wieder blind in meine Fähigkeiten, die Wegpunkte zu setzen. Auch die beiden neuen Schnellzüge sind jetzt inzwischen schon eingestellt. Ich habe mal ein wenig vorbereitet. Jawohl. Und dann können wir hier auch direkt mal losfahren. Lassen wir den ersten erstmal die ganze Strecke fahren bis nach, ja, bis er in Frankfurt ist. Und dann können wir auch den zweiten Zug noch starten. So dass sie schön hintereinander herfahren. Und wir sollten natürlich, da das noch nicht klappen wird, sollten wir erstmal noch schauen. Kann kein passendes Gleis finden. Ja, wie? Ja, wie? Ja, wo? Was kann da nicht sein? Ist doch alles wunderschön hier. Okay, das war eben wohl etwas zu viel Kuddelmuddel. Das ist gut, dass der Zug gerade vorbeifährt. Dann können wir hier weiterfahren. Schnell da mal hoch. Jetzt kannst du durch. Das muss nicht an der Stelle wieder ein Unfall passiert. Ja, aber eigentlich sind die Strecken. Ich guck mal, was er jetzt macht, wenn er hier den Wegpunkt 1 hier erreicht. Den habe ich jetzt gerade nochmal neu dahingesetzt. Damit er den zumindest schon mal kriegt. Mal gucken, was er macht. Er scheint drüber zu fahren. Es ist auch umgesprungen hier oben. Jetzt scheint er den Weg hinzubekommen. Ja, weiß ich auch jetzt nicht, was er da gerade hat. Es ist ja jetzt. Jetzt fällt er wieder an. Okay. Was macht er jetzt? Oberleitungen sind auch durchgängig angebracht. Also das kann jetzt auch irgendwie nicht das große Problem sein. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal einen Wegpunkt setzen. Für den da mal hin. Jetzt scheint da was zu machen. Den kriegt er jetzt. Okay, da ist schon wieder der nächste Schnellzug. Wir müssen jetzt da echt mal wegkommen. Und er fährt auch hier rum. Gut. Ja, da müssen wir mal wirklich noch beobachten, was jetzt hier so
nicht klappt. Eigentlich, ja, es kann eigentlich nur ein Bug sein, ne? Ich sehe jetzt keinen Fehler, ehrlich gesagt. Bis hierhin sind wir jetzt. Ich denke, jetzt lösche ich mal auch halt mal an davor. Jetzt hält er auch nicht an, sondern fährt. Jetzt fährt er erst zu Wegpunkt 3. Nee, pass mal auf, dann fahren wir jetzt durch zu Wegpunkt 5. Wir nehmen die ersten nochmal weg kurz. Oh, mal eben umstellen hier auf Wolfsburg. Ist das wieder so, dass die Wegpunkte einfach nicht richtig auf dem Gleis liegen? Das kann ja jetzt nur dieser Fehler sein, ne? Das wäre aber jetzt wirklich ärgerlich. Hat nämlich inzwischen auch wieder etliche Updates gegeben, aber inzwischen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn zu viele Updates kommen. Da wird auch oft verschlimmbessert, offenbar. Sind wir mal gespannt. Also, ich glaube jetzt noch nicht, dass das hundertprozentig klappen wird. Vielleicht haben wir aber auch Glück und es ist nur der erste Wegpunkt, der irgendwie daneben liegt. Schauen wir mal eben nach. Nee, der ist wirklich genau auf dem Gleis. Da gibt es auch jetzt überhaupt nichts zu diskutieren, oder? Also man kann zumindest nichts erkennen, dass das irgendwie falsch wäre. Schauen wir mal. Sollte ich auch anhalten. Jetzt wird es wieder spannend. Gehen auch so lange mal ruhig in die schönere Ansicht. Ah, er hält. Das ist sehr erfreulich. Und da bin ich auch gespannt, ob wir beim zweiten Zug auch das gleiche Problem bekommen. Vielleicht auch nicht. Da habe ich ja separat, also neue Wegpunkte nochmal gesetzt. Also ich konnte das jetzt nicht rüber kopieren irgendwie. Wir fahren ja eigentlich die gleiche Route. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man hier sowas kopieren kann in eine andere Bahn. Ich glaube, das geht irgendwie, aber ich habe es vergessen, wie. Ist sowieso jetzt, wäre sowieso kontraproduktiv. Wir wollen ja hoffen, dass die zweite Strecke etwas besser funktioniert. Wow, okay. Es scheint jetzt zu klappen. Hinten im Wendekreis bei Frankfurt, da haben wir vielleicht nochmal ein bisschen was zu checken. Es dauert recht lange. Hinten scheint noch die Post beladen zu werden. Wahrscheinlich steht die nicht mehr auf dem Bahnsteig. Und deswegen dauert es länger. Auch finde ich, haben wir hier gerne mal so ein bisschen so, dass die langen Waggons durch die Pfeiler hier glitschen. Ich finde, da könnte man vielleicht auch nochmal irgendwelche anderen Pfeilerkonstrukte hier hinbauen, damit das nicht so hässlich aussieht. Allerdings, ja, auch die Kurven sind relativ eng. Für die Schnellzüge, das sieht manchmal etwas zackig aus, ne? Aber gut, das sind jetzt erstmal so Details. Da brauchen wir uns jetzt nicht dran hochziehen. Fahren wir mal hier schön mit, das ist ja cool. Vielleicht können wir hier auf die andere Seite, dann bin ich immer so den Eindruck, dass ich hier vor dem Mastdonner. So, ist auch schon viel besser. Jawoll. Huch. Ja klar, es sind hier wieder Masten. Sind wir denn schon in Frankfurt oder nicht? Ich glaube nicht. Das ist immer noch... Ach, hier steht es ja auch. Dessau. Gut. Dessau. Ja, das haben wir ja jetzt auch länger nicht gemacht, die Maschinenkey. So mal mitfahren. Ich finde das jetzt irgendwie auch schöner, als oben so zu gucken und... Oder sogar noch das Spiel zu beschleunigen, dass man das irgendwie schneller klärt. Ich finde, das ist jetzt so eine richtige Testfahrt, die wir hier machen. Ich finde es schön, dass das so gemacht werden kann. Deswegen genießen wir das jetzt auch und es dauert wieder relativ lange. Zug 85 wartet zu lange an einem Signal. Eins nach dem anderen. Jetzt checken wir erstmal hier die Strecke und dann kümmern wir uns um Zug 85. Ich gucke nur mal eben vielleicht mal nach, welcher das denn ist. Hier? Ach klar, ja, genau. Das wollte ich nämlich vorhin machen.
Als wir dann diesen Fehler bekamen, und dann habe ich mich um den Fehler hier gekümmert mit dem Wegpunkt, aber unsere Strecken sind hier noch überhaupt nicht abgetrennt. Das heißt, diese ganze Strecke, die wir gerade ja befahren mit dem neuen Zug, blockiert jetzt auch diese Strecke hier, und dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. So, jetzt fährt er auch weiter, jetzt haben wir das geklärt. Ja, genau deswegen muss ich sowieso gleich nochmal ran, wenn wir den zweiten Zug noch holen, dass die hier auch nochmal so einzelne Stücke haben. Und nicht da. Ja, das ist der nächste hier. Das ist wahrscheinlich der folgende Zug. Ja, der wartet jetzt nur kurz. Es dauert jetzt noch eine Weile, bis der letzte Waggon darüber gefahren ist, über das Signal. Und zack, jetzt ist der Block frei und der nächste folgt. Der wird dann hier allerdings wieder etwas stehen müssen. Klar, die sind jetzt aufeinander aufgelaufen. Wir müssen erstmal wieder warten, bis der jetzt hier die Strecke absolviert hat. Das ist ja hier auch so, dass dieser ja relativ kurze Strecke doch über die Wendekreise dann organisiert wird, ne? Wenn hier der Zug drin ist, wird dann die Strecke wieder frei, so dass sie mal gleichmäßig an den beiden Enden losfahren. Vielleicht kriegen wir jetzt hier auch noch mal eine Fehlermeldung oder eine Warnmeldung, dass es relativ lange dauert. Wir schauen aber jetzt in Frankfurt nach, was aus unserem neuen Zug geworden ist. Ups, da oben, da steht er jetzt. Aber das hat gut geklappt. Jetzt kommt hier der Wendekreis. Das ist nochmal ein bisschen kritisch. Und ich habe die Bahnhöfe auch noch nicht ausgebaut. Deswegen dauert es auch länger als gewohnt. Denn ich sehe gerade, der Zug ist gar nicht so lang. Der passt schon noch eigentlich auf den Bahnsteig. Also müssen wir hier nochmal natürlich die Bahnhöfe schön ausbauen. Hier könnte ich eigentlich schon mal wieder den Wendekreis machen, dass wir hier also absperren. So. Stück für Stück so. Soweit hat es erstmal gut funktioniert. Ich muss natürlich noch ordentlich nachschleifen, auch die Bahnhöfe ausbauen, wie ich schon sagte. Und irgendwie gucken, dass der zweite Zug hier auch noch fahren kann. Ich denke, Kapazität haben wir schon genug. Hier fahren wir geradeaus. Das war mir nochmal wichtig zu sehen. Ja, wunderbar. Uah, zickzack. Okay. Das ist gut. Ja, dann können wir beim nächsten Mal uns um das Eisen kümmern, um die Eisenproduktion, die Eisenocken etwas ankurbeln, denn die wackeln immer so ein bisschen hinterher. Kommt nicht richtig aus dem Quark. Da müssen wir mal was machen. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten oder was auch immer. Überhaupt könnt ihr nichts verpassen, wenn ihr zum Beispiel euch die Playlist anguckt. Ich weise euch auch gerne nochmal auf meine Homepage hin, minenarbeit.de, wo ihr alles erfahrt über meine Serien auf dem Kanal mit direkten Links und so. Also lange suchen müsst ihr nicht, um bei mir etwas zu finden. Also freue ich mich darauf, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder auch schon irgendwo anders auf meinem Kanal. Auf jeden Fall macht's gut bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.